drei Teile in meinem Video möchte ich euch heute gerne zeigen. Zum einen wäre das die Elektrik. Da sehen wir im Hintergrund jetzt schon die Häuschen, die habe ich endlich angeschlossen. Siebenfach beschleunigt, ihr seht es schon, deswegen ging das wie so ein Weihnachtsbaum hin und her. Die Elektrik, da möchte ich euch ganz gerne zeigen, unter der Anlage, wie ich alles angeschlossen habe, beziehungsweise was ich da so ein bisschen gemacht habe. Das ist kein Riesending, aber ich möchte es euch gerne zeigen. Zum anderen baue ich einen Feldweg, einen verschlammten, schönen Feldweg. Und ich beginne mit der Gestaltung der Häuschen, wo die drauf sitzen. Kommen wir ganz zum Schluss am Video nachher nochmal drauf. Hier im Hintergrund sehen wir es schon, ich habe mein Hauptmodul aufgemacht von der Anlage. Das ist der Hauptteil, der oben drauf ist. Ja, ist so ein Meter und breit oder, ja, weiß ich jetzt nicht, 1,30 m, 1,40 m oder irgendwas in der Art. Dort habe ich die ganzen Kabel angeschlossen, die zum Beispiel zu den Modulen gehen, als auch eben zu diesen, was ich eben da euch gezeigt habe, was ich abgemacht habe. Da werden praktisch in die Platinen, die ich hier vorne aufgebaut habe, da verlinke ich euch mal das Video dazu, wo ich das Ganze damals gebaut habe, wenn es interessiert, mit diesen beiden vorderliegenden Platinen hier. Und ja, das ist praktisch jetzt hier nochmal eine kleine Übersicht, was wo ist. Da sind die Kehrschleifenmodule, die Hausbeleuchtungsmodule, die ich eben gerade angeschlossen habe. Hauptmodul, das Stromversorgung, was nach oben geht, das ist ein 25-poliger Stecker. Die Weichenverbindung da hinten, wo ich das Ganze ein bisschen steuern kann. Die Weichenrelais und natürlich hier vorne rechts im Vordergrund die kleinen Modulkabel, wo eben das jetzt so einmal zu dem, was habe ich denn da hinten, das ist das, ja hier, Steinbruch, mein Gott, ich kam jetzt überhaupt nicht drauf. Und eben dieses Modul, was ich jetzt hier auf dem Tisch liegen habe, wo ich dann rumschleife, das wurde direkt alles von dort angeschlossen, angesteuert. Ich habe ja versprochen, ich will immer noch mal ein komplettes Video machen, wo ich mal alles vorstelle. Aber das wird ein langes Video, sage ich gleich. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht im Sommer produziere, im Herbst zeige. Schauen wir mal. So, kommen wir jetzt mal zu diesem kleinen Eingang, den ich hier mache. Da wurde ich neulich vom Yogi gefragt, ob da noch ein bisschen was angeschrägt wird. Natürlich wird das angeschrägt, sonst holpern ja die Autos da über eine riesen Kante drüber, die vielleicht umgerechnet so einen Meter hoch wäre. Wäre natürlich ein bisschen fatal. Das ist angeschliffen worden, sodass eine schöne schräge Auffahrt hochkommt. Und dann wird das Ganze wieder verspachtelt und dann macht sich das ganz gut. Natürlich habe ich auch die restlichen Teile gleich mit verspachtelt, die ringsrum führten. Das sind so diese kleinen Spalten, die mich nicht weiter stören. Die habe ich teilweise sogar so ein bisschen, wenn das eingetrocknet war, nicht nochmal gespachtelt, sondern gleich so gelassen. Da habe ich gleich wie so eine Rinne. Passt ganz gut, hat sich ganz, ganz gut gemacht. Kommen wir jetzt schon mal zu dem, ihr seht, es ist eine Art Schnelldurchlauf. Nein, das ist nicht, aber es war halt nicht so viel zu zeigen zu der Elektrik. Zu dem Feldweg, was ich angekündigt hatte, ich hatte es ja im letzten Video schon gesagt, da wird wahrscheinlich ein Feldweg kommen, genau, weil hier unten rechts, wo die Aussparung ist in diesem Modul, da ist die Gitterbrücke oder die Signalbrücke und da möchte ich gerne einen kleinen Feldweg hinhaben, zumal ich den Platz ja jetzt hier habe und nur Wiese fand ich ein bisschen unpassend. Da kann ruhig ein LKW daneben stehen, der da vielleicht irgendwie ein bisschen was wegen, ach, was weiß ich, Wartung macht oder nur Soda steht zum Frühstücken, keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich den Platz gehabt. Ich dachte mir, ach komm, nur Wiese, Bäume, ach nee. Also ein kleiner Feldweg und mal was anderes. Und ich habe mir überlegt, den Feldweg, den machst du ein bisschen verschlammt, ein bisschen matschig. Das habe ich mir erstmal aufgezeichnet, das habt ihr ja gesehen. Und dann habe ich angefangen, das so ein bisschen flach zu schleifen, weil die Erde hier drauf ist, die hat ja doch viele kleine Krümel. Und das konntest du so nicht lassen. Und da habe ich hier, also ich habe da wirklich ewig rumgepickert, um das halbwegs vernünftig zu kriegen. Und da hat sich auch in der Mitte so ein bisschen was gelöst. Aber ist ja nicht weiter schlimm, kann man ja wieder ankleben. Also nach dem Schleifen, nach dem Rumkratzen, Alkohol wieder draufgegeben. Man sieht schon, wie es langsam wieder anfängt zu verdunsten. Und dann schön mit Wasser-Weißleim-Gemisch eingeschlemmt, sodass wieder schön fest wird. Auch die ganzen Krümel, die ich da abgekratzt habe. Und ja, nun ist das wieder fest geworden. Das hat natürlich wieder einen Tag lang trocknen müssen. Deswegen, wenn ich die Wochenupdates mache, kann passieren, dass der Umfang manchmal eben, naja, nicht alt. Doch, ich mache schon viel. Ist egal. Ja, dann habe ich das Ganze bemalt, weil ich wollte es ja nun nicht in der Erdfarbe lassen, obwohl es passen würde. Aber Feldwege sind ja meistens, naja, bei uns zumindest in dieser Farbe, die ich da jetzt drauf gegeben habe. Und das sollte jetzt kein Sand werden. Ich hätte ja auch wieder anfangen können mit Quarzsand draufrieseln. Fand ich ein bisschen unpassend in dem Moment, weil ich wollte es gerne ein bisschen grob haben. Das soll schon ein schöner Feldweg sein, der so ein bisschen, naja, verschlammt und dreckig und wie auch immer ist. Also habe ich jetzt die Spuren ganz leicht mit einer Matschfarbe ausgemalt, ja, so dass ich eben mit dem Pinselchen da lang gegangen bin. Ihr habt es ja eben gesehen, so dass die Spuren ein bisschen dunkler werden und habe jetzt, wo die
der Kleber war noch nicht ganz trocken, ja, und habe dann eben so mit dem Pinselrücken da so angefangen, das Ganze ein bisschen einzudrücken noch, um das nicht ganz so grob werden zu lassen, weil ansonsten würde ich ja das LKW da über sonst was für Hügel und was weiß ich fahren, würde ja nie durchkommen, ja. Und habe immer wieder, nachdem ich soweit war, immer wieder mit die Spuren mit Wasser-Weißleim, weil da immer wieder sich was gelöst hat, ein bisschen, dass das richtig knochenhart wird. Da wird zwar niemand dran rumspielen, aber das ist ein Modul, was ich abnehmen kann. Ihr wisst es ja, deswegen liegt es ja auf meinem Basteltisch hier. Und das soll schon richtig schön fest werden. Den Schlammeffekt habe ich mir eine Weile überlegt, wie ich es mache. Und ich bin drauf gekommen, dass man das im Grunde genommen sehr, sehr gut mit reinem, purem Weißleim machen kann. Ja, wenn man sich das mal so anguckt, der glänzt, der trocknet so schön glänzend und gleichzeitig klar ab. Da brauchte ich mir jetzt kein Resin zu kaufen, durchsichtiges oder sowas. Wäre vielleicht auch das Problem nicht gewesen, also eine Nasseffekte oder wie auch immer. Nee, ganz einfach Weißleim drauf gemacht mit dem Pinsel schön so, dass man die tieferen Stellen ein bisschen erwischt. Und dann kann man eben, wenn man da noch ein bisschen wilderes Wasser haben will, in Anführungsstrichen, kann man im Trocknungsprozess immer mal wieder mit dem Pinsel langgehen und das Ganze ein bisschen aufwühlen. Ich mache mal immer hier wisst schon, Gänsefüßchen. Muss man ja nicht machen, man kann es auch trocken werden lassen. Dann hat man da so eine gerade Wasserschlammfläche irgendwo. Und ja, wie gesagt, das habe ich mit dem Pinsel gemacht. Die tiefste Stelle sollte eben da hinten sein, wo ich gerade dran rumpinsle. Und dann sollte das nach hinten so noch ein bisschen auslaufen, da wo ich jetzt hier noch ein bisschen Kleber reinmache, dass das eben so wie ausgefahren wird. Und manchmal hat man ja eine tiefere Spur in so einem schlammigen Feldweg. Und deswegen habe ich das so ein bisschen auslaufen lassen, ein bisschen mehr so reingepinselt ab und zu mal noch, als wenn das noch so ein bisschen hochgespritzt war. 1 zu 160 ist wirklich schwierig teilweise, da sich ein bisschen auszutoben. Man kann viel machen, aber man muss eben viel, wie ich immer schon sage, auch übertreiben. Beziehungsweise auch, ja, es ist halt schwierig, ne? Mit einem größeren Maßstab geht alles ein bisschen leichter. Aber wir jammern nicht rum, wir machen das ja ganz gerne hier. Jetzt habe ich den Weißleim noch ein bisschen, er sollte ja nicht nur glänzen, es soll ja kein klares Wasser drin stehen, habe sozusagen jetzt nochmal eine Farbschicht auf den nassen Weißleim aufgegeben. Diesen Schlamm, den ich vorher unten aufgetragen habe oder bemalt habe, die Spuren. Und da habe dann entsprechend ein bisschen untergemischt. Ja? Also bin mit dem Pinsel reingegangen oder auch mit dem Zahnstocherchen. Jetzt habe ich noch ein bisschen flüssiges Wasser-Weißleim-Gemisch oben drauf gemacht, dass ich die Farbe mit dem Weißleim vermischt, sage ich jetzt mal so. Ja, so jetzt seht ihr, mit dem Zahnstocher noch so ein bisschen mal hellere Streifen so reingezogen oder, naja, ich weiß nicht, ob es sinnlose Arbeit ist, weil bei diesem kleinen Maßstab ist es halt alles ein bisschen anders. Hier sieht man jetzt, dass auf der Kamera kommt das nicht so schön rüber. Aber ist egal, man sieht, wie die glänzenden Spuren und der Schlamm drin ist. Ich habe es versucht, ein bisschen einzufangen. Vielleicht finde ich mal in einem späteren oder wenn das Diorama, dieses Modul fertig wird, vielleicht komme ich da mit einer besseren Perspektive mal ran, dass ich euch das noch ein bisschen besser zeigen kann. Da kommt ihr dann auch noch ein Fahrzeug rein, ob da jetzt noch ein Auto gerade reinfährt mit Beleuchtung oder nur der LKW hinten steht, ich weiß es noch nicht. Und jetzt kommt die Grundierung erstmal auf die Holzplatten. Das ist der dritte Teil jetzt, was ich gerade sagte, wo ich jetzt anfange, das Ganze zu gestalten. Achtet ein bisschen drauf, wie ich auch oben hingeschrieben habe, dass das hier nur eine Grundierung ist. Ja, also ich lasse das nicht einfach grau gepinselt einheitlich da. Das wird natürlich gestaltet, ist auch klar. Da kommen also noch Dreck drauf, dann kommen Riefen oder Rillen oder Risse in den Beton noch rein und. Das will ich natürlich versuchen, in dem kleinen Maßstab so gut wie möglich irgendwo hinzukriegen. Aber hier ist die reine Grundierung erstmal da. Ich musste mir erstmal klar werden, wie willst du es denn überhaupt haben? Wie soll es denn werden? Es soll ja nicht einfach nur dastehen und, dastehen halt. Da hatte ich noch überlegt mit den Laternchen. Das kommt wahrscheinlich im nächsten Teil, im nächsten Video. Also Laternen rankommen und für die Straße habe ich jetzt hier diese Fallerfarbe, habe ich euch ja eben ins Bild gehalten, die ich mir mal gekauft hatte, um die Straßen zu lackieren. Ganz einfach. Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht, weil ich habe jetzt ja immer meine Straßen irgendwie so ein bisschen abenteuerlich gestaltet. Entweder auch mit Sand oder mit Katzenkopfpflaster, was dann entsprechend da kaputt war, wie bei dem alten Holzlager oben. Ja, da war das ja dann, das Pflaster ja kaputt, da waren ja nur manche Stellen gepflastert, dann waren wieder Löcher oder was weiß ich. Also ich habe es versucht, immer ein bisschen abenteuerlich zu machen. Ich wollte es halt nicht nur machen, sondern eben immer ein bisschen versuchen, schick zu machen. Das sind alles Dinge, gerade wie mit diesen kaputten Straßen, was man
eigentlich nur sieht, wenn man sich da drüber beugt oder sie anguckt oder eben wie hier mit einer Kamera drauf hält und dann den Zoom reinmacht, ich handle bis 30-fach Zoom mit der Kamera und kann dann entsprechend nah ranhalten. Ja. Oben hat man eben gesehen, da habe ich dann die Rille so ein bisschen mit übermalt. Das sollte eben so dieser Rinnstein an der Seite sein. Sagt man Rinnstein? Ich glaube, das ist ja egal. Und habe dann, nachdem das getrocknet war, nochmal drüber gepinselt, erstmal nur eine schöne, gleichmäßige Asphaltfarbe hinzubekommen. Und bei den Beton da oben, was Beton werden soll, bin ich jetzt mit einer zweiten Farbe drüber gegangen. Die habe ich angefangen, nicht so ordentlich zu malen, sodass man hier schon die ersten Farbnuancen irgendwo sehen kann, ja, dass es eben doch ein bisschen verschieden wird, dass man da eben nicht nur diese graue Fläche drunter hat, weil das sieht ja nicht aus. Ich kann ja nicht die Häuser da gestalten. Die Dächer sind total versifft da oben und habe unten eine graue, super glatte, gleichmäßige Farbe, das geht nicht. Ich meine, wenn wir Felsen gestalten oder wie auch immer, da geben wir uns ja auch Mühe, da wird ja auch trocken gebürstet, da wird ja auch wie auch immer gestaltet und das muss man natürlich ja auch machen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich mir so kleine Gullideckel mal im Internet kaufe, die man dann noch hinkleben kann oder ob das hier ein bisschen übertrieben wäre, weil es ist ja dann, es könnte schon ein Gullideckel hin, weil ich wüsste aber nicht, wie ich den mit einem 3D-Drucker drucken soll. Da könnte ich vielleicht was ausdrucken und dann ein Loch reinbohren und in dieses Loch dann dieses 3D-gedruckte einsetzen. Ich komme gerade auf eine Idee. Mal schauen, ob ich das auch noch mache. Ja, das wäre eine Variante, könnte man ja ruhig 1 mm dick machen. Und wenn das Loch genauso groß ist wie der Gullideckel, den man einbringen will, wäre das wahrscheinlich eine Variante, das zu machen. Hier musste ich ein bisschen gucken. Ich muss ja immer unter die Türen mit runter malen, dass irgendwo hinkommt. Da kommt ja dann ein Auto rein. Ob es Betrieb ist, ob das mit Licht ist, ich weiß es noch nicht. Ich kann es ja, aber eigentlich könnte ich es mit Licht machen. Ich kann ja die Fahrzeuge separat anschalten bei mir und da passt das irgendwo auch schon. Ja, hier sieht man jetzt schon, dass die Farbe ein bisschen verschiedene Nuancen reinkriegt. Das wird natürlich noch wesentlich stärker werden, ein bisschen übertrieben wie immer, dass man da eben doch sagen kann, das ist eine alte Betonfläche. Die muss nicht zu abgeranzt sein, ja, versteht mich nicht falsch. Ich muss nicht auf der Modellbahn bei mir nur abgeranzte Sachen haben. Das ist ja auch ein bisschen Quatsch irgendwo. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, schaut euch mal diese beiden Videos hier oben noch an. Die passen ganz gut zu diesem Thema, das wisst ihr. Und dann würde ich sagen, macht schön gut. Bis nächste Woche. Schreibt einen schönen Kommentar, gebt ein Däumchen. Ich freue mich über alles. Und bis dahin, macht's gut. Nächste Woche Freitag bin ich wieder für euch da. Tschüss.